Mit dem achten Teil des Let's Plays. Ich baue jetzt hier gerade am Haus weiter. Die Sonne geht gleich jetzt erstmal unter. Also erstmal sowieso schlafen, mit dem keine Monster spawnen. Das ist verbaut. Jetzt habe ich jetzt mal so die erste Etage sozusagen, die zweite. Hier ist ja das Erdgeschoss und hier ist ein Keller. Ein Kellerraum. Hier ein Diamant, das ist. Warum hier so viel Diamant ist? Wir haben Keller. Sachen, die man im Moment nicht braucht. Soll ich denn schon mal in der Redstone würde ich nein, unter wertvollem packen. Stein habe ich wieder viel. Stein kommt hier rein. Alles hier Granit-Diorit kommt natürlich auch rein. Und die Schallplatte brauche ich auch nicht. Fichtenholztreppen brauche ich auch nicht. So viel Holz brauche ich auch gerade nicht. Und das habe ich mit Holz. Brauche ich nicht, das brauche ich nicht. So viel Sticks brauche ich nicht. Eisenerz, Weizen, Pilz brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich. Ah, das kommt nur für Pflanzen. 36 Setzlinge. Erde will ich mir keine. Holz ist leer. Ah, es ist Nacht geworden. Ich muss erstmal sowieso schlafen, weil letzten Part habe ich das Bett umplatziert und dann muss ich den Spawn wieder neu setzen. Jetzt mal gucken, wie weit das Glas ist. 16 sind schon mal fertig. Mit Glas darf man sich nicht so leicht verbauen. Weil es nämlich Blockverschwendung wäre, wenn das Glas einfach so falsch platzieren würde. Aber es braucht auch ordentlich Glas hier, was ich da habe, hier in meinem Konzept. Hier alles richtig schön hell haben tagsüber. Hier sieht man ja auch, hier sind die Türen. Im ersten Stock ist das eine Art Balkon. Und hier ist eine Art Balkon, eine vorgezogene Fläche hier. Und hier unten ist der Keller. Das Glas geht weiter voran. Oder kommt weiter voran. Beispiel 3 Weizen. Und dann 3 Brote. Aber ich kann mein Brot nicht essen, da meine Nahrungsleiste wieder voll ist. Sieht man richtig schön Wald auch hier. Ihr könnt natürlich vorschlagen, was ich für ein Texture Pack nehmen soll. Also Texturpakete. Die fallen dann nämlich keine ein. Ah. Danach kann ich auch die 50 Eisenerze einschmelzen. Könnt ihr vielleicht in der Mine kurz was machen? Und dann ist nämlich das Glas auch fertig und muss nicht mal hoch und runter laufen. Das dauert nur noch ein Weichen. Dann gehe ich jetzt erstmal in die Mine runter. Und ich habe mir geplant, eine Schienenstrecke hinzulegen, dass ich dann zur Mine runter und wieder hochgehen kann. Obwohl, ich brauche auch noch. Ah, Fackel brauche ich auch noch. Die Höhle darf man nicht sehen. Die Diamant hier. Ich hoffe mal, dass jemand eine Aufnahme sieht hier. Ja, dürfte eigentlich gehen. Da habe ich die Helligkeit auf hell gestellt. Weil in der Zeit wollte ich erstmal was Sinnvolles machen. Und zwar hier jetzt hier Diamant fahren. Kohle brauche ich ja jetzt erstmal. Um Fackeln herzustellen.
Das ist natürlich klar. Hier die Fackeln auf den Boden setzen oder wo kein Diamant ist. Das grabe ich nämlich hier die Diamanten mal ab hier. Grabe mal das Diamantvorkommen aus, dass ich dann in Zukunft sehr viel Diamant habe. Und vielleicht einen Dachboden aus Diamantblöcken bauen kann. Boah, hat ein riesiges Diamantvorkommen hier. Ich glaube, ich brauche noch 2 Minuten hier oder 3 Minuten. Also, so lange graben hier, bis das Glas da oben fertig ist ungefähr. Jeden Diamantenblock, den ich hier finde, abgraben. Das hat sich auch ordentlich an Erfahrungspunkte beschert. Oh, jetzt geht hier noch in die Höhle rein. Hier bin ich in der Höhle drinne. Ist auch ein riesiges Vorkommen hier. Das Eisen hier grabe ich natürlich auch weg, weil Eisen hier ist relativ wertvoll und viel wertvoller hier als in Form von Diamanten. Oh. Das ist ein richtiger Diamantrausch hier. Oder ich sag mal, bis Erfahrungslevel 40 maximal grabe ich hier ab. Ich hab's jetzt. Sehr viel Diamanten. Das ist sogar das Holz. Ha. Ich will ja einfach nicht aufhören, hier Diamanten zu kommen. 36. Boah, richtig schön Diamant hier. Ja, hier kann ein theoretisch unendlich langer Diamantrausch wahrscheinlich herrschen hier. Jetzt habe ich 37 schon. Wollte ja bis 40 machen. Jetzt habe ich ja 41 Abonnenten. Das heißt, ich mache noch keinen. Mein normales Let's Play erstmal nicht weiter. Weil ich mache das erst weiter, wenn mich ein 42. abonniert hat. Das ist mein Gang. Wo ich ihn jetzt auch streng genommen nicht mehr wie Gang bezeichnen kann. Oh, so viel schon. Fast 4 Stacks Diamanten. Sorry, ja, nee. Bald habe ich die ganzen Diamanten ausgegraben und hatte 10.000 Stacks Diamanten. Da liegen sogar noch Diamanten rum. Diamant und Diamant. Ich bin hier schon seit Minuten am Diamantengraben.
grab hier nur noch Diamant ab. Hier. Hier auch noch Diamanten. Ein Level brauche ich nur noch. Dann möchte ich gerne die Diamantspitzhacke mit Fortune 3 oder 5 sogar haben. Also Glück 5 wäre natürlich das Beste. Und dadurch würde ich schneller Diamanten, also mehr Diamanten bekommen. Ich kann ruhig gerne auch mal ein anderes Customize Let's Play sehen. Das heißt Customize unter dem Namen Customize 2. Das werde ich dann demnächst auch weiterführen. Oder vielleicht eine zweite Staffel machen. Da ist das Ziel bei dem, was ich damit mache. Jetzt habe ich 40 Level. Jetzt muss ich nur noch nach Hause finden. Und jetzt ist jetzt hoch. Da. Das ist jetzt hier alles voll abgegraben hier. Ich war hier mit den Ebenen hier. Mit Holz. Weil ich Holz im Übermaßen habe. Das ist Holz, ne? Das müssen aufzubrauchen. Also ich kann natürlich den Weg nach unten direkt normale Schienen legen, aber jetzt kann natürlich, um Schienensparen da umzugehen, natürlich auch einen Weg nach oben. Da brauche ich natürlich noch Gold, aber Gold habe ich noch keins. Also ein bisschen langsam Jam haben. 11 Minuten Aufnahme. Jetzt bin ich jetzt mal hier oben. Oh, erstmal muss ich die Diamanten abladen. Diamanten, 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 Diamanten. Oh, so viel Diamant habe ich jetzt abgegraben. 4 Stacks Diamanten und das wird auch schon wieder dunkel. Ah, ich kann auch nicht schlafen, weil die Sonne noch nicht untergegangen ist. Da haben wir die Sonne hier und den Horizont berührt. Jetzt tut sie das, jetzt kann ich auch schlafen. Du kannst nur nachts schlafen. Da sieht es ein bisschen komisch aus. Jetzt hier eine Etage höher und... Nein, erstmal das Glas holen. Das Glas ist nämlich jetzt fertig. Hier das Glas hier weiterbauen. So, jetzt war die zweite Etage fertig. Mache ich noch eine dritte Etage. Und natürlich erstmal die Fichtentreppen. Ich habe hier reingetan. Das wird dann die letzte und dritte Etage. Die erste Etage, die könnte ich ja vielleicht noch als die Videothek oder wie kann ich die? Da ist eine schöne. So packe ich gleich mal Holz hin und das muss natürlich jetzt teilweise auch nicht abgeerntet werden. Hier ist Blöcke, kommen natürlich wieder weg. Und langsamer aus. Ah, geht's hoch. Erster Block ist viel hoch. Müsste ja noch ein Block höher gehen. Also hier mit der Höchste. Mit der Höhe müsste ich jetzt wieder bauen. Aber stimmt damit nicht. Hier habe ich ja schon einen Block davor angefangen, hier auch. Ah, ich muss ja noch einen höher. Ich muss jetzt doch noch einen höher. Zack. Boah, ich nehme hier das dritte Etage entsteht, nur Fichtenholz. Hier entsteht nämlich die dritte Etage.
Mach mal von hier noch normal. Und das da jetzt spitz zu laufen. Muss da in die Mitte, nein, nicht in die Mitte, genau, sondern. Und der ist verbaut. Hier ist wieder eine weitere Etage. Das ist jetzt erstmal, sollte erstmal die oberste sein. Wenn es noch groß genug ist, würde ich vielleicht noch eine vierte Etage machen. Auch diese zwei Blöcke hoch machen. Ein paar Testläufe hier. Dann noch mal ein bisschen mehr Holz. Das ist erstmal der Boden des zweiten Stocks, beziehungsweise die Decke des ersten Stocks. Da kann man nochmal einen oder anderen Block vergessen. Wir müssen das eine, der eine Stack aus. So, das ist erstmal zu. Ich mache das, glaube ich, so, dass ich hier noch mal hier einen Ring mache. Hier steht erstmal ein Ring. Hier ist erstmal ein Block näher dran. In die Mitte. Schon wieder ein Stack aus. Also es gibt jetzt natürlich einen enormen Holzverbrauch hier so. Muss der Glas hin. So, jetzt kommt so hin. Noch nicht die Ebene, wo es, weil das Glas kommt jetzt so rein. Hier ist die Tür, das ist ein bisschen wieder das Glas hin. Da ist immer noch Holz, das geblieben. Jetzt von der Seite noch. Und schon wieder verbaut. Da ist nur noch ein Stack hier, also muss ich dann bald Holz züchten gehen. Man hat mich schon wieder verletzt. Da fliegt noch Holz rum. Und der kommt weg. Weil hier muss man das Glas hin. Hier sieht es doch eigentlich schon relativ gut aus. Holz und wieder Glas. So einfach schönheitshalber immer genau passen.
Ja, sei wieder gemacht. Das ist zu viel. War zu viel anscheinend. So, komme ich auch noch kaum noch ran. Werde ich wahrscheinlich in eine der nächsten 5 Parts fertigstellen können. Und jetzt geht mir schon das Holz wieder aus. Sollte auch wirklich schön hier aussehen, dass es auch viel zusammengeht. Wie sieht es denn von draußen aus? Von draußen sieht es so aus, sieht eigentlich ganz gut aus. Finde ich von draußen das Haus. Soll schon relativ großes erstmal schon werden. Dann noch ein bisschen. Vielleicht nochmal abernten. Getreide kann ich auch bald abernten, habe ich noch irgendwo Zuckerrohr hier. Habe ich glaube ich hier Zuckerrohr gesehen mal. Nicht hier ins Wasser rein. Hier ist nämlich kein Zuckerrohr. Oh, ich gehe das mal zu dem See. Hier ist immer wieder moosiger Kobbel. Oh, hier ist hier irgendwo Zuckerrohr? Nee, da ist Diamant. Hier sind ganz schön viele Schafe, das heißt, da kann ich auch mal Fleisch züchten. Hammelfleisch habe ich dann also unendlich zur Verfügung. Da habe ich ein bisschen abgegraben. Und es ist hier dunkel und ich bin noch bei 22 Minuten. Das heißt, ich werde damit den Part beenden. Ich hoffe, dass euch gefallen hat. Gebt dafür Daumen nach oben. Teilt dieses Video, damit ich etwas bekannter werde und ein paar mehr Aufrufe bekomme. Und abonnieren würde ich das Video und seht ihr meine neuesten, meist Minecraft-Videos. Bis dann und ciao.